Mercado de Lisboa. Vita Lacerda, diesmal in klein, ein kleiner Spin-off von Lisboa. Wir schauen es uns mal an, oder? Bleibt dran. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Meepledad. Heute mit Mercado de Lisboa. Ein Spiel von Julian Brombo und Vital Lacerda. Nanu, gar nicht so groß wie gewohnt, gar nicht so pompös. Ja, es ist ab 14 Jahren, also doch etwas anspruchsvoller. 1 bis 4 Spieler, aber bis 45 Minuten. Das ist ja für einen Lacerda recht schlank. Ist das denn wirklich ein Mini-Lacerda, ein Lacerda Light? Wir gucken jetzt mal kurz rein. Ich zeige euch mal kurz, wie es geht. Das geht wirklich schnell. Einfache Regeln und danach sprechen wir nochmal drüber. Also bleibt dran. Ja, herzlich willkommen in der Markthalle in Lissabon im Mercado de Lisboa. So schaut das Ganze aus. Das ist jetzt der Spielfeldaufbau. Ich habe das jetzt mal für 2 Spieler aufgebaut. Hier haben wir eben unsere Markthalle und was das andere alles ist, das zeige ich euch gleich. Hier ist mein Bereich, hier ist dann mein Mitspieler. Und was müssen wir jetzt hier machen in Mercado de Lisboa? Wir müssen hier Marktstände eröffnen. Hier habe ich schon 3 und jeder hat zu Beginn 3. Wir haben unsere kleinen Marktstände, beziehungsweise unsere Buden in unserer Farbe. Ne, haben wir hier. Und wir haben 3 Marktstände. Die haben wir jetzt hier mit verschiedenen. Wir haben hier einen Obststand, ja, also hier mit Trauben, wir haben einen Fischstand, ich habe einen Fleischstand, da habe ich auch direkt schon meine Buden drauf platziert. Und hier drüben haben wir noch einmal mit Tomaten, wir haben Blumen und noch mal einmal Fisch. Das sind jetzt diese Arten an Marktständen, die wir hier eröffnen können. Die eröffnen wir gleich hier auf unserem Marktplatz. Hier sind eben diese Felder, diese 5x5, in dieser 5x5-Bereich. Da werden wir dann gleich unsere Stände eröffnen. Ja, was ist Ziel des Spiels? Ziel des Spiels ist es nachher, möglichst viel Geld zu haben. Also derjenige, der am Ende des Spiels gewinnt, derjenige, der eben das meiste Geld am Start hat. Ja, am Anfang haben wir hier ein Geld. Ja, damit fangen wir an. Das hat jeder. Das hat ja jeder hinter seinem Sichtschirm. Wir haben hier so einen Sichtschirm, wo auch nochmal die Aktionen drauf sind. Und da können wir, wenn wir wollen, das ist optional, es wird zwar empfohlen, und ich empfehle das auch, in die Richtung zu gehen, dass wir eben das Geld hier hinter versteckt haben, dass unser Mitspieler nicht sieht, wie viel Geld haben wir denn hier am Start. Nur weil das eben am Ende den Sieg ausmacht. Ja, aber was und wie müssen wir das jetzt hier tun? Wir haben im Grunde genommen, wenn wir dran sind, wir spielen immer abwechselnd und an unserem Zug haben wir die Möglichkeit von 4 Aktionen. Also es ist recht schlank gehalten. 4 Aktionen können wir machen. Und zwar müssen wir immer eine Aktion dieser 4 machen. Und die gehe ich jetzt einmal kurz durch und erkläre euch dann somit auch schon, wie dieses ganze Spiel überhaupt funktioniert. Also unsere erste Aktion wäre einen Stand eröffnen. Ein Stand eröffnen heißt, wir nehmen uns hier eines unserer Plättchen und legen den dann dort irgendwo ab. Ihr seht schon, hier sind auch ein paar Felder belegt. Da können wir auch Stände eröffnen. Und wenn wir hier einen Stand eröffnen, wo so ein Restaurantplättchen ist, dann können wir dieses Restaurantplättchen an uns nehmen. Ja, was das Ganze mit diesem Restaurantplättchen auf sich hat, sage ich euch gleich noch. Es hat was mit dem Scoring zu tun nachher. Diese Restaurantplättchen, diese Restaurants letztendlich, die wir noch mit eröffnen können, neben unseren Ständen, die werten die Stände auf, sodass wir mit den Ständen mehr Geld verdienen können. Ja, aber wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe jetzt hier meinen Stand, angenommen, ich fange an. Das ist jetzt hier der Traubenstand bzw. der Obststand. Den würde ich jetzt hier einfach mal frech in der Mitte platzieren. Setze ich hier hin, tue meinen kleinen Stand drauf und habe jetzt hier dieses Weinlokal. Das kann ich jetzt umdrehen. Ja, dann ist es farbig. Ja, und es zeigt eben, es ist das Weinlokal. Das lege ich jetzt zu mir hin. Habe ich einen Stand gebaut, beziehungsweise habe ich einen Stand eröffnet, kann ich mir jetzt hier unten, liegen immer 3 Stände aus, kann ich mir davon einen neuen nehmen. Und ich würde sagen, ich habe jetzt hier den Traubenstand bzw. den Obststand eröffnet. Ich habe mir hier schon das Weinlokal genommen. Dann würde ich mir jetzt einfach nochmal ein Weinlokal nehmen. So, das tue ich hier hin. Was muss ich noch machen? Was muss ich noch so beachten? Ich beachte noch, ein Stand eröffnen kostet mich Geld. Es kostet mich ein Geld.
ein Geld heißt, ich nehme dann dieses Geld und zahle es und bin jetzt pleite erstmal. Ja, jetzt habe ich erstmal kein Geld mehr. Das ist eine Möglichkeit. Möglichkeit ist es, einen Stand zu eröffnen. Das habe ich jetzt getan. Das würde jetzt mein Kollege hier drüben auch machen und er sagt sich, ja, mein Gott, was haben wir denn hier? Dann hat einen Fischstand und den würde er jetzt einfach mal dahin legen, wo dieses Sushi-Restaurant ist. So. Und nimmt sich dann dieses Sushi-Restaurant, weil Sushi wertet nachher dann eben seinen Fischstand auch auf. Er müsste auch ein Geld bezahlen, hat er auch fertig. Achso, wir müssen hier natürlich noch auffüllen. Sobald ich hier eins genommen habe, gehen wir hier ins Säckchen. Da sind die ganzen Stände drin und füllen dann dementsprechend auch auf. So. Und er müsste sich jetzt natürlich auch einen neuen nehmen. Er hat schon einen Tulpenstand, er hat auch schon einen Tomatenstand. Da nimmt er sich einfach mal nochmal ein Blümchenladen und dann wird hier auch schon wieder aufgefüllt. Ach, guck mal, es ist wieder eine Tulpe. Gut, zweite Aktion, die wir machen können, wäre ein Restaurant eröffnen. Ein Restaurant eröffnen wir, indem wir hier dieses kleine Restaurant nehmen, was wir haben, und das dann irgendwo platzieren. Das können wir auch platzieren, wo ein anderes Restaurant ist. Dann nehmen wir uns eben das, was da schon liegt, sofern es natürlich noch inaktiv ist. Sobald es aktiv ist, kann man ihn nicht mehr nehmen. Und man platziert es jetzt. Ich habe euch schon gesagt, dieses Platzieren von diesen Restaurants wertet dementsprechend die angrenzenden Stände auf. Also dieses Weinlokal, das wertet jetzt meinen Gemüse- bzw. meinen Obststand auf. Und zwar nur, indem ich es daneben orthogonal platziere. Ja? Also drüber, drunter, rechts, links. Diagonal zählt nicht. Und dann würde ich sagen, dann mache ich das doch einfach mal so, dass ich den hier platziere. Ja, das ist die zweite Aktion, die wir machen können. Neben Stand eröffnen haben wir jetzt ein Restaurant eröffnet. Restaurant eröffnen kostet mich kein Geld. Im Gegenteil, es bringt mir ein Geld. Ja, das heißt, ich nehme mir aus dem Vorrat ein Geld und habe schon wieder ein Geld. Das war jetzt auch schon wieder die Aktion. Ja, jetzt wäre mein Mitspieler wieder dran und er schaut mal, der hat ja jetzt hier dieses Sushi-Restaurant und das will er natürlich gerne bei seinem Sushi-Laden platzieren. Das macht er so und bekommt dafür auch ein Geld. Das ist natürlich hinter den Sichtschirm, ich weiß ja nicht, wie viel Geld er hat. So, das wäre die zweite Aktion, Restaurant eröffnen. Jetzt wäre die nächste Aktion, die wir machen können, Aktion Nummer 3 ist, Kunden anlocken. Wo sind die Kunden? Die Kunden befinden sich hier auf der Seite. Und zwar entweder kommen sie einzeln, zu zweit, zu dritt oder sie kommen zu viert. Ja? Zu wie viel sie kommen, hängt immer davon ab, wie viele Stände in einer Reihe sind. Und wenn diese Kunden kommen, haben diese Kunden gewisse Bedürfnisse. Ja, ich nehme jetzt hier mal einen weg. Dieser hier zum Beispiel, sehen wir hier, er hätte gerne Trauben oder Fisch. Ja? Oder beides. Aber eins von beiden muss eben gegeben sein, damit ich den platzieren kann und dementsprechend auch punkten kann. Ja, was möchte ich jetzt haben? Ich möchte jetzt natürlich jemanden haben, der Trauben möchte, ne, weil ich habe ja schon einen Traubenstand. Jetzt gucke ich mal hier auf die Liste. Also hier bei dem Dreier, da sind Trauben und hier bei dem Vierer sind auch Trauben. Mein Problem ist aber, ich darf jetzt deswegen diese 1, 2, 3 oder 4er Gäste, dass ich diese Kunden, Gäste, Kunden, nur nehmen kann, entsprechend der Anzahl der Stände, die schon in einer Reihe oder Spalte sind. Ja, also ich lege die jetzt hier gleich an. Ich würde jetzt mal den hier nehmen, weil er eben die Trauben verlangt. Und den könnte ich jetzt hier hinlegen oder hier hinlegen, ne, hierhin oder hierhin. Ne, dann würde eben dementsprechend immer die Reihe oder Spalte zählen. Und ich dürfte ihn halt nur da anlegen, wo ein Stand ist. Ja, das heißt, ich könnte mir jetzt diesen Dreier hier, wo auch die Trauben verlangt werden, könnte ich hier gar nicht hinlegen, weil hier bis jetzt in dieser Reihe oder Spalte nur ein Stand ist. Ja, das heißt, ich kann mir im Moment, da ich nur einen Stand habe, könnte ich nur diesen einen nehmen. Würden wir jetzt, wir machen das mal hier kurz umgekehrt, jetzt so stehen, so. Ja, dann könnte ich tatsächlich schon einen Zweier nehmen, ne, weil hier stehen jetzt in dieser Reihe hier, stehen oder in dieser Spalte stehen zwei Buden. Es ist daher unerheblich, von wem diese Geschäfte sind. Fakt ist, es müssen dann zwei sein, dann könnte ich mir auch einen der drei aus dieser Reihe nehmen.
Haben wir jetzt aber nicht. Und ich würde mir jetzt diesen Herrn hier nehmen und würde mir den einfach hier hinlegen. So, bevor wir jetzt gleich zur Aktion 4 kommen, gehe ich jetzt nochmal diese Aktion eben dieses Kundenanwerbens durch, weil so generieren wir nämlich Geld. Und zwar bekommen wir jetzt für jedes passende Symbol bzw. für jede passende Bude bekommen wir einen Punkt, also ein Geld. Ja? Das heißt, ich würde jetzt hier in der Reihe einen Punkt dafür bekommen, dass da meine Bude sitzt. Wäre das ein Gegner, ja, würde auch, oder mein Mitspieler, würde auch er punkten. Ja? Also wenn er jetzt hier noch ein, oder die Fischbude jetzt hier wäre, ja, oder angenommen, ich hätte das jetzt hier oben gelegt, so, ja, dann würde auch mein Mitspieler ein Geld kriegen. Ja, weil er hat hier seine Fischbude und Fisch möchte der Kunde auch haben. Ja, hier gehen wir einmal kurz nochmal rüber. Das wird dann direkt wieder aufgefüllt, nur der Richtigkeit halber. Ja, und jetzt habe ich euch ja gesagt, dass diese Restaurants meinen Marktstand aufwerten. Und zwar machen die das wie folgt, wenn das angrenzt, und zwar, ne, habe ich euch schon gesagt, orthogonal, nicht diagonal, dann würde ich hierfür einen zusätzlichen Punkt bekommen. Ja, das heißt, dieser Marktstand hier wäre nicht einer wert, sondern zwei Punkte wert. So, und diese zwei Punkte werden jetzt multipliziert mit der Anzahl der Kunden. Daher auch immer gucken, wenn ich jetzt hier einen Dreier hätte, wenn ich jetzt diesen Dreier hätte legen können, so, ja, dann hätte ich jetzt hier einen Punkt für meinen Markt, einen zusätzlichen dafür, dass hier an die Trauben eben der Wein grenzt. Und dann hätte ich hier zwei Punkte mal drei. Das heißt, da würde ich schon sechs Geld für bekommen. Ja. Haben wir jetzt aber nicht, weil, wie gesagt, da habe ich euch ja gesagt, darf ich gar nicht legen, den Dreier, weil hier sind ja nur zwei Stände. Und ja, jetzt würde ich eben noch einen zusätzlichen kriegen. Also das berechnet man dann auch dementsprechend gleich alles zusammen. Also ich habe hier einen Punkt, zwei Punkte mal eins, das sind zwei. Also kriege ich zwei Geld. Mein Mitspieler kriegt das Gleiche. Ne? Er hat hier auch einen, ja, also so hätte ich das natürlich nie gelegt, ja, aber er würde jetzt auch einen für seinen Fischstand kriegen. Sushi wertet seinen Fischstand auf. Das heißt, er würde auch zwei Geld kriegen. Möchte ich natürlich nicht, deswegen habe ich das, wie schon ganz am Anfang, eben hier hingelegt. Ihr seht hier, diese Kunden können wir hier auf diese dunkel markierten Felder legen. Ne? Also jede Reihe, jede Spalte hat hier zwei Eingänge, einen links, einen rechts, einen oben, einen unten. Ja, so hätte ich jetzt meine zwei Geld verdient und mein Mitspieler wäre dran. Der überlegt sich jetzt mal, was er so tun kann. Er hat ja ein Geld. Er schielt auch ein bisschen hier auf die Kunden, die er so anlocken kann. Und er würde jetzt ganz einfach mal nimmt sich jetzt diesen Tomatenstand, also den Gemüsestand, legt den hier hin. Hier ist ein Restaurant, das ist ein Burgerladen, der würde mit dem Fleisch von mir ganz gut passen. Aber das nimmt er sich jetzt erstmal, zahlt dafür jetzt. Ah, er kann es gar nicht tun. Er kann es nicht tun, weil er müsste jetzt hier ein Geld dafür bezahlen. Jetzt kommen die Baukosten, nämlich müsste er noch ein zusätzliches zahlen für jeden Stand, der da in der Reihe ist. Das heißt, wenn er den hier hinbaut, dann muss er einen für seinen eröffneten Stand bezahlen und er müsste aber auch noch ein zusätzliches bezahlen, weil hier in der Reihe noch einer ist. Ja, also das ist immer abhängig, diese Baukosten oder Eröffnungskosten von Ständen sind immer abhängig von der Anzahl der Stände, die bereits in dieser Reihe eröffnet sind. Das heißt, hier müsste er jetzt tatsächlich zwei Geld bezahlen, weil hier zwei sind. Und hier zählt auch immer das Höchste. Das heißt, wenn jetzt hier zwei in einer Reihe sind und wenn hier drei wären, müsste er drei bezahlen und nicht die zwei. Daher immer das Höchste von dem, was da möglich ist. Aber dann machen wir das ein bisschen anders. Dann geht er einfach mal hier unten hin, weil hier ist auch der Pizzastand, der braucht gleich die Tomaten. Dann setzt er sich hier hin, das kostet ihn nur ein Geld und das ist er dann los. Ein Geld, weil hier ist keiner und hier ist auch keiner. Ja. So, und er nimmt sich dann natürlich einen neuen hier. Jetzt hat er sich den Pizza genommen. Dann, er ist dann scharf auf die anderen Tomaten bzw. Gemüsestände, weil die aufgewertet werden. Wir ziehen wieder einen aus dem Beutel. Das ist ein Fisch. Und dementsprechend bin
ich schon wieder dran. Jetzt stelle ich euch noch kurz die vierte Aktion vor. Wir haben ja jetzt eine Aktion den Stand eröffnen, zweite Aktion ist das Restaurant eröffnen, dritte Aktion sind die Kunden anlocken und die vierte Aktion wäre, wenn ich gar nichts machen kann oder gar nichts machen will, kann ich mir auch einfach ein Geld nehmen. Ja, da würde ich dann quasi eine Runde aussetzen, nehme mir nur ein Geld und mein Mitspieler oder meine Mitspieler sind wieder dran, da müsste ich warten, bis ich wieder dran bin. Das sind die vier Aktionen, die wir hier machen können. Und das war es auch schon. Mehr Aktionen können wir und dürfen wir hier nicht machen. Ja? Und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie bauen wir jetzt unsere Stände so geschickt wie möglich. Vielleicht, wo platzieren wir die Restaurants so geschickt wie möglich. Ja, das heißt, wenn ich jetzt wieder dran wäre, dann würde ich mir natürlich hier mein Restaurant nehmen. Das würde ich mir hier, meinen zweiten Traubenstand, den setze ich mir am besten hier hin, weil hier kriege ich nochmal ein Weinrestaurant. Passt ja alles ganz gut. So setze ich hier hin. Hier ist keiner in der Reihe und in der Spalte. Das heißt, das Ganze kostet mich nur ein Geld. So. Und dann müsste ich mir noch einen zusätzlichen nehmen. Ich nehme mir hier einfach mal ein Fischrestaurant. So. Und das würde wieder aufgefüllt werden. So. Ach, schon wieder Tomate. Und dann würde es immer so weitergehen. Und es würde so lange weitergehen, das Spiel ist vorbei, wenn entweder nur noch vier Plätze auf dem Markt frei sind. Ja, also die Freien zählen auch hier diese nicht aktivierten Restaurants, die zählen auch als frei. Also wenn vier Plätze hier nur noch frei sind oder wenn nur noch vier Besucherplätze frei sind, vier Kundenplätze. Ja, dann, sobald das der Fall ist, hat noch jeder einen Zug und dann ist das Spiel vorbei. Ja, und dann wird gezählt, wer hat das meiste Geld und derjenige, der das meiste Geld hat, der gewinnt das Spiel. Ja, das ist auch schon alles, was es eigentlich zu Mercado de Lisboa zu wissen gilt. Kurze, knackige, knappe Regeln, aber der Kniff dahinter ist natürlich hier zu taktieren, was nehme ich mir, wo setze ich es hin, wann setze ich es hin, wo platziere ich ein Restaurant und so weiter. Wir haben ja noch ein Bierrestaurant, das habe ich noch vergessen, das ist ein Pub. Ja, das Pub ist quasi ein Joker, das wertet alle Stände auf, also es ist egal, was es für ein Stand ist. Und dann haben wir hier noch die Teestube. Die Teestube wertet dann den Blumenladen auf. Warum? Weiß ich nicht. Also alles andere kann man sich ja noch erklären. Fleisch den Burgerladen und das Pub alles und Sushi Fisch und Tomate Pizza und auch Wein und Trauben. Warum jetzt Tee und Blümchen so gut zusammenpassen? Das könnt ihr ja mal den guten Vita Lacerda fragen. Weiß ich nicht, aber so ist es eben. So ist eben hier diese Aufwertung. Ja, so viel zu den Regeln. Ich glaube, da habt ihr einen ganz guten Eindruck von bekommen. Und mein Fazit bekommt ihr natürlich wie immer jetzt. Und los! Ja, das sind die einfachen Regeln zu Mercado de Lisboa. Ja, es ist ein Kennerspiel, würde ich schon sagen. Ja, Experte nein, ne? So wie sonst die großen Brecher von Lacerda, definitiv nicht. Das ist ein taktisches Plättchenlegespiel. Ne? Wir müssen da unsere kleinen Marktstände hinsetzen. Wir müssen unsere Restaurants und gucken, dass die so ein bisschen miteinander agieren, ja, also dass die einander begünstigen. Und wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Kunden da anlocken. Aber das ist jetzt kein großes Hexenwerk. Jetzt wird dieses Spiel mit 14 plus angegeben. Na, also das geht mit Sicherheit auch schon jünger. Das halte ich für ein bisschen hoch angesetzt, denn das ist kein großer Brecher. Also lasst euch hier von diesem Namen Lacerda nicht abschrecken. Ich bin positiv, äußerst positiv überrascht, dass Lacerda auch in so eine kleine Schachtel passt. Ja, aber es tut dem Flair eines großen Lacerda-Spiels keinen Abbruch. Ja, das ist qualitativ, ja, wie auch schon die großen Brecher, ist das eine Liga. Das muss man ganz klar sagen. Ja, das ist jetzt dickes Cardboard, was da verwendet wird. Allein schon der Karton ist auch kein Standard-Pappkarton, sondern das ist richtig dickes, hochwertiges Material, was da um die Ecke kommt. Und diesmal natürlich auch für einen bezahlbaren Preis. Ne, das ist eben kein 2-3-Stunden-Brecher, den man hier auf den Tisch bringt, sondern das ist kurzes, knackiges, taktisches Überlegen. Ne, das geht wirklich schnell. Ihr habt ja gesehen, diese Aktionen, die man da hat, das ist ja nicht viel. Ja, das ist nehmen, legen, nehmen, legen. Mehr ist das ja nicht. Oder ich nehme mir Geld, wenn ich nichts anderes machen kann. Das ist so ein
Das ist super knapp und kurz gehalten, dass der Einstieg so super leicht ist bei diesem Spiel. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Sowas kann man mal in der Familie auf den Tisch bringen, weil es ist ja so ein bisschen taktisches Puzzeln letztendlich. Puzzeln ist ja sowieso immer ein großes Thema. Und da kriegt man auch mal so ein bisschen mehr auf den Tisch, wo man ein bisschen mehr überlegen muss, aber nicht zu viel. Das ist genau die richtige Mischung, finde ich, wo man einen Familienabend gestalten kann, weil ne, 30 bis 45 Minuten, ja klar, das dauert ja nicht lange. Ne? Das ist ja wirklich zack, 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 ja, und mal eben ein bisschen Geld verdienen. Das geht so flott von der Hand. Dieses Regelwerk, sind, ich glaube, 2 oder 3 Seiten, ne? Dann hat man die Regeln drin. Die vierte Seite ist das Solospiel. Also wirklich sehr gut gemacht, sehr gut gelungen, finde ich. Eine meiner positiven Überraschungen dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, rangiert bei mir gerade ganz hoch im Kurs, weil es eben noch einmal, ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil es schnell gespielt ist, weil es einfach gelernt ist und das mal eben was für zwischendrin ist. Danke an Vital Lacerda und seinen Kompagnon, Julien Prombeau, möchte ich jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber Lacerda hat halt den großen Namen und das ist toll, dass er auch in dieser Kategorie angreift. Das finde ich super. Mehr davon. Wirklich, wirklich mehr davon. Von mir gibt es dafür eine ganz klare Empfehlung. Ach so, klar, ist erschienen bei Skellig Games. Ne? Ist ja klar, weil Eagle Griffin wird ja immer über Skellig Games neuerdings vertrieben. Und ja, das ist jetzt ganz frisch da, ist zu haben. Schaut da mal rein. Wenn euch das gefallen hat, was hält euch da auf? Der Preis kann es diesmal nicht sein, denn der ist wirklich schlank für das Top-Material, was in so einem kleinen Spiel hier drin steckt. Auch da können sich andere Spiele durchaus mal eine Scheibe von abschneiden, die völlig overproduced sind und wo das Material trotzdem schlecht ist. Hier ist es klein, aber fein, wunderbar, nur ein paar kleine Holzständchen und dieses wirklich dicke Material wieder dazu. Das fasst sich toll an, da spielt man das gerne und das spielt man gerne mehrmals hintereinander. Also, schaut es euch mal an. Mercado de Lisboa. Wer Lacerda mag, der wird das auch mögen. Auch wenn es nicht dieser Brainburner ist, wie sonst immer. Aber klasse Teil für zwischendrin. Also, so viel von mir für zwischendrin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like da lassen, Abo da lassen. Und dann gibt es von mir demnächst auch noch mehr. Bis dahin, euer Meeple Dad.